Der muss ja joggen gehen, stimmt. War es nicht das? So, Outfit, singen, üben, nach Hause, verloren, joggen gehen. Also manchmal ist das echt doof. Gerade erst begonnen. So, dann kann er mal eine Weile joggen, während sie hier irgendein Bild malt. Schadet natürlich nicht, wenn er seine Tagesaufgaben ja, verbessert quasi. Malerfähigkeit 5 erreicht. Machen wir bitte nach Vorlage. Ja, mache ich das nächste Bild, Brian. Mache ich, auf jeden Fall. Sie kann ja gleich nochmal eins malen und das machen wir dann malen nach Zahlen, nach Vorlagen. Eine Tagesaufgabe hat sie nicht. Sie sollte konzentriert zur Arbeit gehen am besten. Wie erreiche ich das? Das steht hier immer nicht, ne? Das ist so ein bisschen schade. Das wäre natürlich gut. Wenn da stehen würde, wie ich in welche Stimmung komme. Das sieht schön aus, das Bild. Aber ganz ehrlich, komm. Es bringt eine Menge Geld. Was willst du machen? Spielen? Nein, jetzt hör mal auf zu spielen. Nach Vorlage malen wir nochmal eins. So, nach Vorlage malen. Ein großes Gemälde. Mal gucken, was für eine Vorlage. Ich habe keine Vorlage, oder? Ah, okay. Ah, ich verstehe. Aber dann muss ich hier stehen, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof. Aha. Ja, wir können das ja mal so machen. Wir machen das einfach mal so. Das hat ja schon ein bisschen was Inspirierendes, ne? Das ist ja schon extravagant. Wir machen das einfach mal so. Zack! Und dann soll sie das mal malen. Ich bin mal gespannt, ob das nachher auch so aussieht. Und der Seacrafter ist da. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. So, und ich bin mal gespannt, ob man das hier so auch mit den Tisch- und Stühlfarben sieht. Ist schon interessant. Oh ja, man sieht schon grob das Geländer hier. Wie sieht es mit seinen Tagesaufgaben aus? 50% hat er schon. Ja, ich glaube, ein, zwei Tage muss die Hochzeit leider noch warten, weil wir halt, ja, wir müssen halt gucken. Am Ende haben wir das Problem, dass wir echt Geld brauchen. So 2000 Öcken kosten eine schöne Hochzeit. Und dann kommen die Kinder und hast du nicht gesehen. Vorher wollen wir natürlich verheiratet sein, ist ja logisch. Ja, ist cool, das sieht gut aus. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Sie kann schon gut malen. Ja, und diese Hausfähigkeiten, Grundstückseigenschaften, die sind auch Gold wert. Also auch danke da nochmal für den Tipp. So, er hat 75% erledigt. Wenn er 100 hat, dann reicht das ja. Wir können ja mal kurz bei ihm bleiben. Erhöht auch die Fitnessfähigkeit. Die ist ja auch nicht so unwichtig. 75%. Ein bisschen kannst du noch, mein Junge. Na gut, er ist fertig. Obwohl, eigentlich könnte er noch ein bisschen joggen, oder? Ein bisschen was geht ja noch, mein Junge. Oh, ihr Bild ist fertig. Wow, das sieht echt cool aus. Wenn auch ein bisschen verpixelt, aber es sieht cool aus. Ich glaube, das wird sogar noch ein bisschen besser. Oder auch nicht. Ja, dann verkaufen wir das auch. Sehr schön, auf jeden Fall mit diesen Vorlagen ist cool. Da kann man voll die coolen Selfies oder so machen. Mach nochmal so Pop-Art. Komm her. Ihre Künste steigen und steigen. So, er hat es. Nee, wir müssen ja ihn anklicken. Er hat sein Training abgeschlossen. So, dann geht er auch zurück nach Hause. Wo joggen wir hier lang? Was ist denn das für ein Weg? Aha. Wo sind wir hier? Ja, wir können hier angeln. Ach, wie cool.
Unser Haus ist hier und dann brauchen wir nur die Straße hoch. Ja gut, das ist gut zu wissen. Ich habe auf die Lupe gedrückt. Keine Ahnung, was es heißt. Aha. Ah, das ist der See da oben. Ne, hier waren wir. Da ist der kleine See. Ach, das finde ich ja süß. Dein Sim ist hier. Ja, er fühlt sich natürlich unwohl. Die Hygiene ist natürlich eine Katastrophe. Der darf jetzt erstmal erfrischend duschen, natürlich. So, und ihr Gemälde. So langsam fällt das Aufsteigen natürlich ein bisschen schwerer, ist ja logisch. Aber sie hat 1000 Dollar alleine heute eingebracht. Vielleicht sollte sie ihre Karriere an Nagel hängen und nur malen. Vielleicht bringt das mehr. Ich muss dann jetzt wieder gehen. Bis später. Ja, Brian, mach's gut. Schönes Wochenende. Schön, dass du da warst. Und über einen Daumen hoch würde ich mich riesig freuen. Ja, und bis zum nächsten Stream oder im nächsten Let's Play. Na, das schauen wir mal. Sieht aus wie eine Katze, oder? Oder was würdet ihr sagen? So eine Menschenkatze. Ich kann mir da nicht so helfen. Der Mann geht da schön duschen. Ihre Blase ist auch eine Katastrophe. Das heißt, auch sie und dann Hände waschen natürlich. Und dann würde ich fast sagen, geht sie auch duschen, weil da machen die sich noch einen schönen Abend. Die muss jetzt nicht nur malen, ne? Sie geht auch erfrischend duschen. Dann wird das Gemälde verkauft. Das ist eh pottenhässlich. Und er kann ja mal essen, backen. Was kann der backen? Brotstangen. Komm mal her, du darfst mal Brotstangen machen. Das hört sich interessant an. Mal gucken. Mal gucken, wie der backt. Wie er sich da so anstellt. Ich meine, 2 Dollar ist eh geschenkt, aber sowas mache ich übrigens auch mal ganz gern. So ein bisschen klein, bisschen backen und so. Das ist so eine Sache, die macht mir auch Spaß. Und den Sims ganz offensichtlich ja auch. Okay, ein Ei muss rein. Flatsch mit Schale natürlich. Ach, ist doch nur Kalzium, ist doch nicht schlimm. Junge, so langsam musst du ein bisschen besser werden. Ach, Backen hat da noch gar keine Fähigkeit, wirklich. Okay. Aber wo ist der Unterschied zwischen Kochen und Backen? Ist ja eigentlich. Naja. Also, wer kochen kann, kann auch backen. Ich sag dazu mal nichts. So, die Pampe da rein. Dann heißt es ein bisschen warten. Oh, und dann kann er vielleicht hier auch sauber machen. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Sie verkauft jetzt ihr Gemälde. Ja, und jetzt könnten wir uns die Hochzeit sogar leisten. Vielleicht sollten wir noch eine Hochzeit machen. Also Energie haben ja noch alle. Zum Essen rufen. Ich würde mal sagen, wir essen zusammen, nicht? Slurfer! Zero! Er steht doch neben dir. Schrei nicht so. Ganz entspannt. So, er hat die Anrichte sauber gemacht. Wer Dreck macht, muss auch sauber machen. Das ist so ein Leben. Ja, lasst es euch schmecken, ihr Lieben. Lasst es euch schmecken. Das wäre doch ein tolles Bild. Trockenbrot aber nur. Oh! Ich kann mal ein bisschen vorspulen. Nimmt sie jetzt noch was oder geht sie? Sie setzt sich noch, oder? 5 Dollar? Wofür habe ich 5 Dollar verdient? Ich glaube, so ein Buchautor, das wäre auch ganz cool. Das könnte er ja noch zusätzlich machen. Ja, was machen wir? Machen wir die Hochzeit? Wir machen die Hochzeit. Komm, wir machen die jetzt. Jetzt. So, warten wir mal. Wie war das? Singüben, Aktion. So war das. Eine Hochzeit planen. Und das machen wir jetzt. Wir planen jetzt die Hochzeit an späten Abend, aber das macht nichts.
Wir nehmen natürlich das Goldpaket. Wir laden natürlich alle ein, die wir irgendwie nur kennen. Was wollen wir auch machen? Ein kleines Catering soll es geben. Ich wünsche natürlich eine pompöse Hochzeit, auch wenn wir leider sehr wenig Personen sind. Und dann geht's weiter. Ein Ort wählen, Museum, Oh, das sieht aber auch schön aus hier. Das ist nicht so schön. Ein Park, eine Hochzeit, auch sehr schön. Und ein schönes Gasthaus hier. Ein Nachtclub finde ich ein bisschen übertrieben, oder? Wow. Im Café, ja, kann man auch machen. Ich würde fast sagen, ein Center Park. Wir nehmen diesen Park. Diesen Park, da will ich heiraten. Hallo Legan, 100, schön, dass du da bist. Los geht's und wir heiraten. Eine Menge Geld kostet's, aber ich will das volle Erlebnis haben und ihr sollt es auch haben. Okay. So, wir machen mal Pause. Ein paar Tipps zur erfolgreichen Veranstaltung. Entertainment braucht ein Klavier. Ja, bringt das nicht selber mit? Caterer braucht einen Kühlschrank, eine Theke und ein Herd. Für eine Hochzeit werden einige Küchen und Hochzeitsbögen benötigt. Ein Mixer braucht eine Bar. Also mit anderen Worten haben wir alles umsonst bestellt, weil die bringen sich das nicht selber mit. Hauptziel ist Heirat, 2 Stunden mit Gästen reden. Flurbus. Sula. So, wir danken erstmal fürs Kommen. Hä, was ist sein Problem? So, jetzt unterhalten die sich erstmal. Lockere Unterhaltung. So, und du, wir danken dir auch. So, jetzt haben wir hier eine ordentliche Gruppe. So, haben wir schon mal. Halt! Komm, wir rufen den mal herbei. Ich glaube, der ist weg. Jawohl, sehr schön. Verlobtes küssen lassen. Küssen. So, Gruppengespräche beendet. Wir haben hier Aufgaben zu erledigen. Ich weiß nicht, was es bringt. Eine Hochzeit mit... Ja, sehr schön. Gästezeremonie ansehen lassen, was trinken. Was ein bisschen doof ist, ich hätte jetzt natürlich erwartet, dass... Wir haben eine Menge Geld bezahlt für Dinge, die hier nicht passieren. Das finde ich ein bisschen doof. Weil ganz ehrlich, ja, braucht einen Kühlschrank, braucht dies, das, jenes. Also ich hätte gedacht, wenn ich so ein Catering bestelle, dass das dann auch alles kommt. Also das ist ein bisschen doof. Ah, und hier drin findet dann wohl die Zeremonie statt oder so? Ich weiß es gar nicht. Also es ist ein bisschen schwach. So, wir gucken mal. Jasep, Bimbus, Yanavi, Skibs, Sapula, huh? Philpa,
So, es verteilt sich alles. Aber warum gibt es denn nicht so eine Hochzeitsecke? Das finde ich ein bisschen doof. Ja, bin ich ein bisschen enttäuscht gerade. Habe ich mir anders vorgestellt heute. Jetzt haben wir 2000 Öcken für eine Hochzeit bezahlt, die keine ist. Also eigentlich würde ich mir 1000 locker wieder cheaten, wenn ich wüsste, wie cheaten geht, weil das ist schon echt gemein. So, ich würde mal sagen, wir heiraten jetzt. Mal gucken, was passiert. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Abedola. Sipoma wambasi naloyum. What's the bees? Ah. Kidap. Abruba doya. Yips. Fuma. Swick. Oh, Anuba. Ja, und das war's. Sehr schön, sehr schön. Ja, also wie gesagt, sehr teures Vergnügen, aber gut. Er lässt sie auch gleich stehen nach der Hochzeit. Das habe ich mit meiner Frau auch so gemacht. Gleich stehen lassen.